Hallo und herzlich willkommen zu Ultima 5. Wir sind im Dungeon Doom, haben zwei Inseln entdeckt in einem Lavasee, also zwei Lavaseen mit jener Insel drauf, so gesagt, und auf jeder ist nun ein Eingang. Und ob einer der Eingänge jetzt der richtige ist und der falsche, oder ob die zu einem riesigen Gewölbe führen, also das wieder zusammenführen, das wollen wir uns doch mal jetzt anschauen. Wir gehen jetzt einfach mal in dem wir davor stehen. Da gehen wir jetzt mal runter. Okay. Es geht auf jeden Fall, wie es aussieht, viel weiter runter wieder. Da unten ist was. Das sind Irrlichter und Phantome, wie es aussieht. Die versuchen uns aufzuhalten. Und ein untoter Fürst ist auch noch da. Nun gut, gleich nicht mehr. Wollen wir noch diesen Dämon hier erledigen. Und was haben wir da? Ein Sandstrudel. Naja, okay. Alles klar. So, jetzt aber mal kurz umschauen. Wir sind jetzt in dieser großen Halle hier. Aber hier scheint es tatsächlich nichts mehr groß zu geben. Außer, dass wir auf einmal in einer Halle mit Sand sind. Nee, also ich sehe hier jedenfalls nichts. Okay, dann mal kurz zwischenspeichern. Und dann schauen wir doch mal, ob wir hier auch was finden. Hier sind auf jeden Fall wieder ziemliche Ruinen. Aber es scheint immer nur relativ stark gerade auszugehen, habe ich jedenfalls den Eindruck. Steht da jemand? Nee. Da ist wieder ein Sandstrudel. Und ein großer Drache. Ja, jetzt wollen sie es mal wissen. Noch ein Drache und noch ein Sandstrudel. Naja, gut. Don't touch that. Ich habe keine Ahnung. Wow! Was ist jetzt passiert? Okay. Moment. Auf jeden Fall müssen wir erst als allererstes mal große Heilungen gehen nicht. Dann nehmen wir die kleinen Heilungen. Das müssen wir als nächstes mal machen. Das ist das wichtig. So, das muss langen. Nochmal speichern. Ach, das mit dem Dings, das war schon ziemlich krass, dass da auf einmal so eine nach unten weitergegangen ist. Ich frage mich, ob wir da auch rein müssen oder ob das irgendwie eine Falle zu einer Falle führt oder sowas. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das der reguläre Weg ist. Hier geht's auf jeden Fall noch weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt, wo wir jetzt lang gehen hier, der Weg ist, der nach oben führt wieder. Dass es tatsächlich beide Wege hier auch runtergeführt haben. Das werden wir aber gleich sehen. Wir erledigen jetzt noch die Dinger hier. Die Irrlichter und wahrscheinlich jetzt noch ein Haufen Skelette. Ne, Ratten in dem Fall. Ne, das sind Gargoyles, oder? Ne, Geisterwölfe, okay. Und viele, viele Gespenster. So, und ich habe schon gesehen gehabt,
Hier geht's wieder nach oben. Das werden wir jetzt nicht nach oben gehen. Ich nehme sehr, sehr stark an, dass es der normale Weg ist von der anderen Insel. Sprich, dass wir, wie ich gesagt habe, dass wir in diese große Kaverne hier kommen. Dann haben wir nur noch den einen Weg, der hier nach unten führt. Der ziemlich versteckt gewesen ist. Das muss ich nochmal finden. Wo ist er denn? Da ist er. Da wo das Licht so ist. Das war ein gemeines Versteck. So, kurz speichern. Und dann geht's nach unten. Immer tiefer runter. Wir müssen hier schon ziemlich tief unten sein. Was ist das? Steingargoyle. Aber relativ große sogar. Alles klar. Da drüben haben wir auch nochmal welche. Da haben wir noch einen. Und überall. So, Statuen. Sieht aus wie versteinerte Menschen oder sowas. Okay. Muss ich mal schauen, wo geht's denn hier weiter? Da vorne, oder? Kann das sein? Ja, ich würde sagen, hier geht's weiter. Ich habe schon beinahe befürchtet gehabt, dass es da nicht weiter ging. Naja, da hätten wir die andere Folge doch weitermachen können. Ich hätte jetzt gedacht gehabt, wir wären relativ nah am Ende gewesen. Deswegen habe ich ja auch eine relativ kurze Folge gemacht. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Naja, so kann man sich halt täuschen. Es geht noch tiefer runter. Noch weiter runter. Hui. Wow. Wer das hier alles wohl erbaut hat? Auf jeden Fall sieht es ziemlich, ziemlich cool aus. Und ich schätze mal, wir müssen weiter runter noch. So, jetzt noch den kleinen Drachen. Und dann erledigen wir noch den Sandwurm da unten. So, und hier gehen wir nochmal zwischenspeichern. Da drüben sind auf jeden Fall noch ein oder zwei Drachen. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Einer auf jeden Fall. Und sehr, sehr viele von diesen Viechern hier. So, jetzt noch den hier erledigen. Gut, da ist eine Brücke, das heißt, wir kommen auf die andere Seite rüber. Falls wir das überhaupt müssen. Ja, auf jeden Fall, um den Drachen zu erledigen, auf jeden Fall. Und das wollen wir auf jeden Fall machen. Und den großen Drachen natürlich auch. Hey! Also die wollen es jetzt wissen, und da ist ein Erzdämon noch. Ich glaube, ich sollte mal hier... kurz durchheilen.
Und dann weitermachen hier. Und vielleicht sollte sie auch mal so einen gelben Trank mal schlucken. Ja, also die Gegner hier machen doch ordentlich Schaden. Aber das sind auch wahnsinnig viele. Und da ist ein riesiges Tor. Das sieht jetzt aus, als ob das... Ah, das öffnet sich, nachdem ja die Dämonen da erledigt haben. Alles klar. So. Nicht genug Mana. Ich glaube, das haben wir gerade ziemlich verbraucht, und zwar alles. Na ja, gut. So, dieses Tor hier ist aufgegangen, nachdem wir den Erzdämon erledigt haben, oder alle Erzdämonen erledigt haben. Und ich schätze, das ist auch der Weg, der uns weiterführt, den wir gehen müssen. Bin ich ja mal gespannt, was uns dahinter erwartet. Das sieht doch jetzt nach aus, wie wenn hier das Gefängnis wäre. Kann das sein? Okay. Also hier haben wir auf jeden Fall ein schön eingerichtetes Zimmer. Sieht auch nach einem Gefängnis aus. Aber sonst ist hier nichts zu sehen. Außer hier diesen Soul Stealer Miro. Endlich bist du am Ziel deiner Suche. Folge deiner Bestimmung, Avatar. Durch den Spiegel treten oder weggehen. Dann treten wir mal durch den Spiegel. Wo kommen wir denn dann hin? Ein Fremder. Lasst mich raten, das ist Lord British. Sieht danach aus. Gut. Eine Suche, die vor schier unendlicher Zeit begann, ist an ihrem Ende angelangt. Nach unzähligen Prüfungen und Kämpfen stehst du dem wahren König Britannias von Angesicht zu Angesicht gegenüber und hat tatsächlich schon mal bessere Zeiten erlebt. Sieht ziemlich zerkratzt aus. Lord Britishs Gesicht ist von Anstrengung und Müdigkeit gezeichnet. Er war in sicherem Gewahrsam, doch gewiss nicht in Sicherheit. Seine kraftlose Körperhaltung lässt nur erahnen, wie schmerzhaft die lange Gefangenschaft gewesen sein muss. Bei deinem Anblick lächelt er, doch noch verbirgt sich in seinen Augen Besorgnis und die Anspannung will nicht aus seinem Antlitz weichen. Avatar, meine Gefährten. Er hält kurz inne und zögert, bevor er weiterspricht. So, als wäre er sich nicht sicher, ob du ihm die Antwort geben willst, die er auf seine Frage hören will. Hast du meine Schachtel mitgebracht? Da meint er wahrscheinlich diese Sandelholzschachtel. Ja, die haben wir dabei. Der König streckt die Hand aus, um die Schachtel entgegenzunehmen. Lord British nimmt die Schachtel aus deiner Hand und öffnet sie behutsam. Als er sieht, was sich in ihr befindet, stößt er einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus und lächelt dich wieder an, dieses Mal jedoch ohne die Angst, die seinen Blick trübte. Vor langer Zeit, Fala, fiel ein Artefakt vom Himmel, das die Kraft der Gestirne in sich trug. Es kam aus der Welt zu uns, die sowohl dein Zuhause ist als auch meines. Seine Magie ermöglichte mir die Reise in die alte Welt und die Rückkehr nach Britannia, so oft ich wollte.
Nun wird sie uns aus diesem Gefängnis befreien. Die Kräfte, die uns an diesen Ort festhalten, sind älter und finsterer als das Böse Mondains. Mit diesen Worten greift Lord British in die Sandelholzschachtel. Doch es gibt Kräfte, die noch älter sind. Die Magie, die das Auge der Monde in sich birgt, ist eine solche Kraft. Die Heimkehr. Zeit und Witterung haben den Waldweg zwischen deinem Haus und dem Steinkreis ihren Tribut gefordert. Du stehst lange im Kreis, inmitten des nebligen Waldes, benommen und verwirrt, überwältigt von der Reise zwischen den Welten. Aber du kennst den Wald zu gut, um irregeführt zu werden. Du drehst dich von der Morgensonne weg und sperrst sie erst langsam zurück zu deinem so lange verlassenen Haus. Seit der Nacht, in der du fortgingst, ist viel Zeit vergangen, aber deine Haustür ist aufgeschlossen und angelehnt, so als hieße sie dich willkommen. Als du eintrittst, legst du die Waffen nieder, die dir in deiner Queste gedient haben. Verschwunden sind die dunklen Vorahnungen, dass dies dein letzter Tag sein könnte. Der Schmerz über Verluste und Freude über Siege während deiner Abenteuer. Verschwunden sind aber auch dein Fernseher, die Stereoanlage und deine Wohnzimmereinrichtung. Ein Zeichen dafür, dass das Böse auch in unserer Welt noch existiert und die Queste des Avatars noch nicht zu Ende ist. Heute Nacht liegst du geborgen in deinem eigenen warmen Bett, aber die Behaglichkeit deines Zuhauses beruhigt dich nicht. Die Fragen gehen dir einfach nicht aus den Sinn. Was geschieht mit Britannia? Wie ergeht es Lord British? Ist der Tyrann Blackthorn entthront oder fließt noch immer Blut in seinen Namen? Die größte Angst ist vielleicht die, dass du die Antworten nie erfahren wirst, weil sie dir auf dieser Welt niemand geben kann. Der Traum. Du stehst im Schatten einer riesigen, durch rauchende Fackeln spärlich leuchtend beleuchteten Halle. Überall sind Ketten und Folterinstrumente. Es läuft dir eiskalt über den Rücken, als du den Thronsaal von Blackthorns Palast wiedererkennst. Seine Dämonenwächter sind weg, aber die massive Holzpforte schwingt langsam auf einer Bronzeangel hin und her, so als seien riesige Kreaturen in Panik geflohen. Blackthorn hat nur mehr wenig mit den stolzen Herrscher gemein, dessen Gnade du einst ausgeliefert warst. Jetzt kauert er verlassen in seinen Eisenholzthron. Vor ihm steht Lord British, sein Schlangenamulett, das Zepter und die juwelenbesetzte Krone haben sich auf seltsame Weise von seiner zerschlissenen Rüstung aus Leder und Stahl ab. Blackthorn schaut zu Black British auf, ohne Hass. Ja, sogar ohne Verwunderung, aber mit starrer Ruhe wie ein Gefangener, der auf die Hinrichtung wartet. Eure Taten waren düster, doch eure Bestrafung blickt mir nicht. Lord British spricht ruhig zu dem Mann, der einst mal König war. Das Böse eurer Herrschaft begann nicht in euren Herzen, doch muss es dort enden. Ich will euch nicht dafür sterben sehen, dass ihr von dunklen Mächten verführt wurdet, die euch den freien Willen raubten. Stattdessen mache ich euch ein Angebot. Ihr könnt mit mir nach Schloss Britannia zurückkehren, wo euch der Hohe Rat den Prozess machen wird. Oder? Lord British hält das Auge der Monde in die Höhe. Anders als im Verlies scheint er diesmal nicht seinen Willen darauf zu lenken, sondern schließt die Augen und wirft den Stein achtlos in die Luft. Die rote Pforte öffnet sich dort, wo er am Boden landet, genau neben Blackthorns Thron. Ihr könnt durch diese Pforte treten und ein Leben im Exil führen, an einen Ort, den weder ich noch ihr je gesehen haben. Blackthorn richtet sich langsam auf und steht Lord British von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Er hebt den Kopf, so als wolle er ihn etwas sagen, doch dann hält er inne und erwidert den starren Blick des wahren Königs mit ungerührter Miene. Schließlich dreht er sich um und hüllt sich in seinen Mantel. Ohne einen letzten Blick zurückzuwerfen, tritt Blackthorn durch die Pforte und ist verschwunden. Congratulations! Please write to Tiberius at Team Lazarus and tell him of your victory. Gut, und damit haben wir Ultima 5 Royals of Destiny, das Remake Lazarus, durchgespielt. Wir haben Lord British befreit, die Schattenfürsten besiegt,
Wir wissen, was mit Blackthorn passiert ist. Wir wissen nicht, wo er ist. Das weiß anscheinend niemand. Irgendein Land, das noch nie bereist worden ist. Also nicht die Erde definitiv. Und auch nicht Britannia. Und, ja, und ich denke mal, dass jetzt unter der British Herrschaft wieder und den Hohen Rat wieder Friede einkehren wird und sich alles beruhigen wird. Wir sind ausgeraubt worden, aber wieder zurück in unserer, auf unserer Erde. Ja, so. Ich muss sagen, ein sehr, sehr schönes Spiel. Ein sehr, sehr schönes Remake. Sehr, sehr gut gemacht. Auch die Texte und alles Mögliche. Richtig schön gemacht. Wir haben wirklich einiges aus dem alten Spiel rausgeholt, muss man schon sagen. Einzig dieser große Bug mit Destart, der hat mich doch sehr, sehr genervt gehabt. Und es war eigentlich ein Bug, der vermieden werden sollte. Weil der verhindert eigentlich, dass man das Spiel durchspielt. Aber ansonsten wirklich sehr schön. Und dann damit würde ich dann auch das Let's Play beenden. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß gehabt wie ich. Und es hat euch gefallen. Also mir hat das Spiel auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Muss ich dazu sagen. Ich fand es echt top. Gut, dann hoffentlich sehen wir uns dann wieder in einem neuen Let's Play. Bis dahin sage ich mal, macht's gut. Habt eine schöne Zeit und tschüss.